Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prey unter Linux mit Proton, DXVK und so weiter. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um die Datenspeicherproblematik gekümmert und Alex Zündschlüssel reproduziert und haben den Datenspeicher vom System abgekoppelt. Der hängt jetzt da draußen rum und wir sind jetzt auf dem Weg zurück zur Station und mir ist aufgefallen, dass ich die ganze Zeit fälschlicherweise die Hauptquest verfolgt habe, wo ich eigentlich Nebenquests machen wollte. Das Ding ist, wir sind jetzt draußen, wir sind ausgesperrt. Sie sind außerhalb Ihres Gefängnisses. Vielleicht wollen Sie fliehen? Wie ich? Es ist nicht sicher dort draußen. Aber das wissen Sie ja. Sie haben Kopfschmerzen? Sehen Dinge? Das ist kein Fieber. Sind keine Halluzinationen. Etwas kommt. Schneidet sich durchs All. Wenn wir noch hier sind, wenn er kommt, er schreit so laut, dass wir ihn in unserem Kopf hören. Er ist noch weit weg, aber er kommt näher. Er wird ihr Gefängnis fressen, jeden an Bord. Und er wird immer noch Hunger haben. Wohin wird er dann gehen? Ich sehe Sie bald wieder in Ihrem Gefängnis, M.U. Das könnte natürlich aus sein, dass dieses gelbe Zeug, was die basteln, irgendeine Material ist, worüber sie halt irgendwie ein Overtithen in diese Welt holen oder so. Könnte ich mir vorstellen. So, wir schauen uns mal hier draußen ein bisschen um. Oh, was haben wir denn da Schönes? Was bist du denn? Mein kleiner Freund. Hier spricht Dr. Dayo Igwe. Ich sende an alle Kontakte in der Nähe. Bitte hören Sie mir zu. Mir geht der Sauerstoff aus. Und ich habe keinen Raumanzug. Nach einem Unfall im Frachtraum war ich gezwungen, mich in diesem Container zu verschanzen. Aber ich kann hier drin nicht an die Station andocken. Dr. Igwe, neues Ziel. Weißt du was? Machen wir jetzt erstmal hier das durch. Markiere jetzt die ganzen Dinge alle nach und nach ab. So, Dr. Igwe. Wo ist er, der Junge? Ich sehe ihn halt leider nicht. Ach, da. Was soll ich machen? Hä? Moment. Ziele lesen. Ziele, Dr. Igwe. Dr. Igwe ist okay an Außenbereich. Ich finde Dr. Igwes Container nochmal heraus, Außenbereich. Dr. Igwe scheint in der Frachtcontainer außerhalb des Frachtraums gefangen zu sein. Wenn ich die Containernummer herausfinde, kann ich sie mit dem Undock-Terminal in der Sicherheit bringen, bevor der Sauerstoff ausgeht. Zwei, drei, eins, zwei. Okay, das muss ich mir aufschreiben. Nicht auf dem Zettel. Ach komm schon. Dann nehme ich das einfach hier. So. 2 3 1 2 So, dann wahrscheinlich zum Frachtraum. Ich sehe Sie morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. Wird schwierig, hier reinzukommen. Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen. Docke ein Frachtcontainer an. Ja, das ist doch genau das, was wir wollen.
Hä? Ach, da. Zwei, drei, eins, zwei, zwei, drei, eins, zwei. Andocken. Endlich! Ich dachte, ich sterbe in dieser Kiste. Selbst die abgestandene Luft auf der Talos mit einer Spur von Nikotin und Desinfektionsmitteln duftet wie der Frühling. Danke, Dr. Yu. Aber ich dachte, wie ich sehe, sind Sie nicht mehr im Hamsterrad der Erinnerungen. Ich hoffe, Sie kommen vorbei. Wäre schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich übermittle den Code für die Kiste, in der ich war. Fragmaschine 2312. Okay. Sie haben Dr. Ikwe gefunden. Er arbeitete im Simulationslabor und in der Psychotronik. Er könnte uns helfen, wird aber wohl Ihre Mission nicht gutheißen, trotz allem, was er erlitten hat. Ich muss jedoch anmerken, dass er Sie und Alex immer bewundert hat. Okay. Was sagen wir, jetzt geht die Tür auf oder nicht? Hat er Glück gehabt, der Herr. Hat er ja Glück gehabt. Easy. Da haben wir gleich noch einen Typen gerettet. Da wir eh gerade da waren. Ja, schön. Praktisch. Hat das doch noch gepasst. Ich dachte schon, so scheiße, der Typ verreckt mir. Schön, schön. Ich mag diese kleinen Nebenquests, die halt optional sind, aber trotzdem irgendwie das Ganze ab... So, Dr. Yu, morgen. Hier oben, Officer Cool. Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde durch. Sie müssen auf den Laufsteg. Wir bringen sie rein. Okay. Gut, dass die Phantome das absolut nicht interessiert. Die Tür sagen, sie können sie nicht öffnen, sonst kommen die Viecher rein, ne? Genau, das heißt, ich muss auf irgendeinen Laufsteg. Voll daneben. Meine Güte. Wird aber heute ordentlich Ärger haben mit mir, oder? Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Die Dinger haben alle keinen Strom. Energieversorgung unterbrochen. Ja, das sehe ich. Ich muss irgendwie auf den Steg da oben drauf kommen. Das sieht doch gut aus. Schön. Oh, wir leben ja auch noch. Morgen? Ich dachte... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Stellt Transtar eine Rettungsmission zusammen? Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als Officer Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Nichts von diesen Dingern. Alle, mit denen ich gearbeitet habe... sind tot, oder?
Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Alle? Wie ist das möglich? Tja, manche von den Kreaturen sind leider deine Kollegen. Das ist das Doofe an der Sache. Wie ist das alles passiert? Aber danke, später bei mir. Wenn ich das Feuer hätte löschen können. Es ist eingedämmt, aber ich hätte mehr machen können. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wissen wir nicht. So. Dr. Yu, ich möchte mich erneut für die rechtzeitige Rettung bedanken. Ich hoffe, Sie erinnern sich an mich. Dr. Igwe. Dayo Igwe. Ihr Bruder, Alex, hat mich auf die Station geholt, um die Neuromod-Forschung zu leiten. Ich habe eine, aber keine Fähigkeitenvorlage. Habe ich aufgehoben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Hier, Sie können das sicher besser gebrauchen. Neuromod, dankeschön. So, Kines. Habt ihr einen Recycler hier? Notiz. Nahrung und Vorräte. Naja, nicht so wichtig jetzt. Da ich eh die Hälfte gefuttert habe. Oh, Treibstofflager, Unfallsdetail. Der Unfall ereignet sich während der Treibstofftransport. Die Transport-Explosionsschutzwände hielten stand. Sie sind nun geschlossen und der Schaden eingedämmt. Bla, okay, ja. E-Mails. Okay, guten Morgen. Vorhin ist das Transport-Shuttle mit der Lieferung Chlorofluorid eingetroffen. Sie wurde abgeladen und wartet nun im Frachtraum A auf Sie. Machen Sie sich bitte zu Beginn Ihrer heutigen Schicht mit den entsprechenden Verhaltungsprotokollen vertraut. Sie werden nämlich die Glücklichen sein, die diese Lieferung zum Treibstofflager eskortieren dürfen. Ich muss Sie vermutlich nicht daran erinnern, dass Chlortrifluorid anrichten kann, wenn es nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Fragen Sie einfach Enoch. Gehen Sie nach Protokoll vor und alles wird gut. Sobald die Lieferung geschehen ist, können Sie sich den Rest Ihrer Schicht freinehmen. Gern geschehen. Mr. Wildman. Dr. Dayo Igwe wird vorübergehend Ihrer Abteilung zugewiesen. Ich habe ihn gebeten, Ihnen nicht im Weg zu stehen und Kontakt mit dem Frachtraumpersonal zu vermeiden. Ich möchte, dass er sich um einige eintreffende Materialien kümmert. Seine Arbeit wird vertraulich und er untersteht mir persönlich. Wenn Sie sich bei Fragen und Problemen, also bitte an mein Büro. Vielen Dank. Dr. Sullivan Billemali oder so. Du bist ja auch schon Gemüse. Pionier der Piratenraumfahrt haben wir auch schon mal gelesen. So. Ziele. Gucken wir mal um den Typen jetzt. Oh, der ist gar nicht ganz so weit weg von uns. Exterior Breach detected beyond this point. Dann sollten wir die Tür zulassen. Oh, hier leben ja noch Leute. Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Kiste außerhalb des Schiffs geschwebt hat. Wäre er dort geblieben. Was macht es? Oh mein Gott. Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Jetzt hat es auf Enoch Leiche gezogen. Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Sieht das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Okay. Wir läuten die erstmal reden, warum nicht? Krankenstation. Brauche ich gar nicht. Wieso kommt da in der Schrank entgegen, wenn man da was rausnimmt? Das ist gruselig. Können wir so einen Reparaturroboter gebrauchen? Oder irgendwas, wo ich mein Zeug recyceln lassen kann. Besatzung, Programme, Preiskarte herunterladen. Sehr schön. Morgen, Ach du.
Sie sind also dem Simlab entkommen? Ja, ich wusste Bescheid. Ich habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass sie degradiert wurden. Und was sehe ich? Dass sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber sie konnten wohl fliehen. Genau wie diese Viecher, von denen ihr Bruder meinte, dass sie nicht ausbrechen können. Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt, zu unser aller Sicherheit. Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher, und zwar jede Menge. Dafür brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen. Aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Wieso hast du mir das nicht gesagt, als ich vor diesem scheiß Tresor davor stand, Mädchen? Nicht vergessen, wir brauchen den Auslöscher-Fabrikatorplan, nicht den vom Reployer. Was auch immer ein Reployer sein mag. Ach, Ikwe, da stehst du jetzt rum. Wenn Sie hier herausfinden, dann nimmt die Dr. Ikwe mit. Vielleicht kann er ja helfen. Woanders. Ich glaube, du hast keinen Bock auf den Typen, hä? Ja, die auf. Glück mit den Aufzügen? Ai, so viele. So viele. Weißt Dinge. Du, Wiggy, Dr. Igwe es bei uns besser hat. In seiner Kiste war es vielleicht sicherer. Na, ja, vielleicht auch nicht. Wobei, warte, da ich ja eh hier anscheinend nicht rauskomme, bevor ich nicht den ihren Scheiß gemacht habe, kann ich mich darum später kümmern. So, Frachtraumverteidigung und kümmere mich stattdessen darum. Diese Transtar PPN-8-Pistolen sind hauptsächlich Blendwerk. Die bringen nicht viel. Mit den Auslöschergeschützen haben wir eine Chance. Okay, da komme ich nicht sehr weit. Es muss einen Weg geben, einige Geschütze in Betrieb zu nehmen. Guten Tag, der Herr. Wollte gerade sagen. Wie kannst du da draußen sein, wenn da keine Luft ist, aber du bist schon tot? Noch ein Weber. Gut, das heißt, wie wir hier rauskommen, ist glaube ich nur, wie wir hier reingekommen sind. Also hier lang. Wie soll ich denn da reinkommen? Wobei, ich bin doch super heftig Psy-Typi, Alter. Ich kann doch hier. Nein, das sehe ich von hier aus nicht. Das heißt, ich komme da von hier aus auch nicht dran. Da oben ist ein Loch in der Decke.
Gut, dann halt doch zum Fabrikatorplan. Ach ja, wieso auch einfach, wenn es auch kompliziert geht. Wobei, warte mal. Schmerzhaft. So, was haben wir denn hier? Hey Lane, hier ist Gas vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer. Das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner, deshalb dachte ich, Sie wüssten es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer? Fragen Sie doch in der Technik nach. Hab ich schon. Ich hab alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Seltsam. Gut. Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mir das Ding mal an. Das wäre wunderbar. Danke, Lane. Ja, kein Problem. Ich habe gerade eine Notiz aufgesammelt. Steht da vielleicht was drauf? Nicht Ziele. Wir haben Daten, wir haben Notizen. Replayer. Ausgesperrt, bis meine Daten aktualisiert. Was? Ausgesperrt, bis ich meine Daten aktualisiert. Wie wär's mit Replayer? Replayer als Passwort. Das vergesse ich nicht so schnell. Achso. Stromkreis passt. Fabrikator läuft. Sie haben es geschafft. Wir brauchen Sie noch, also kommen Sie heil zurück, ja? Ich tue mein Bestes. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht alle. Gesundheit, 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 Gesundheit. Ich muss fressen. Achso, den kann ich nicht zerlegen. Wäre auch unpraktisch, wenn das passiert. So. Erstmal den Kram noch einsammeln. Bevor wir dann hier weitermachen. So, okay, also Fabrikatorplan. Beziehungsweise ich könnte jetzt mit dem Typen auseinandersetzen. Und nur durch die Hauptquesten aktivieren. Gut, also dann gebe ich mich mal da hinten hin. Unter anderem zum Fabrikatorplan. Ah, ich sehe, was das ist. Da kann man durch. Aber auch nur mit diesem wunderschönen Jetpack. Außenbereich betreten, alles klar. Was soll schon schief gehen? Du betrittst Außenbereich. Das Thermalphantom kann nach einer Position, kann an einer Position der Säule aus super heißem Plasma entstehen lassen oder sich selbst mit Feuer umhüllen, was Nahkampfangriffe wenig empfehlenswert macht. Ach Quatsch, einfach Druff. Als Druff auf das Ding. Mikrogravitation entdeckt. So. Aber wie das hier weitergehen wird, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.